Runde war zu langsam. Du musst einen Weg finden, schneller zu sein. Denk daran, dir die Überholtaste zunutze zu machen. Abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde.
Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Bottas und Alexander Albon. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training. Gib einfach alles. Bei diesem Test wollen wir möglichst nah an die Zeiten unserer Konkurrenten herankommen. We'll be right back.
Der Test ist beendet, aber wir haben leider nicht bekommen, was wir brauchen. Wir müssen nochmal beginnen. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,39,5. Wir geben die zwei am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende, also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Okay, ein paar Worte zum Hanoi Street Circuit. Kurve 2 wird beim Übergang in Kurve 3 enger als du denkst, also schön außen bleiben, wie bei den ersten Kurven in Shanghai. Es ist ein weiter Weg von der 9 durch die 10 und in die 11, aber die Linkskurve ist sehr eng, also merk dir deinen Bremspunkt.
Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Wir sind Vierter auf dem Temporadar. 331,7 Kilometer pro Stunde. Falls dir das Übersteuern zu schaffen macht, fahr an die Box und wir prüfen die Einstellungen. Übersteuern bedeutet, dass die Hinterreifen vor den Vorderreifen den Grip verlieren. Normalerweise liegt das an zu wenig hinterem Abtrieb oder an einer zu steifen Hinterradaufhängung. Eine leichte Anpassung mit negativem Sturz oder Vorspur kann ebenfalls hilfreich sein. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 39,5.
Wir sind Achter auf dem Temporadar. 331,7 Kilometer pro Stunde. Solide Runden, um eine gute Rennstrategie berechnen zu können. Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten.
großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Gut, du musst dich noch verbessern. Bis hierhin. Willkommen.